Ein herzliches Willkommen auf den Festspielen von Grindea. Hey, willst du also deine Freunde zu einer guten alten Runde Fassangeln herausfordern? Ja. Also gut, Jungspunde, Fassangeln ist eine großartige grindeanische Tradition, also enttäuscht eure Ahnen nicht. Die Regeln sind so einfach, wie sie nur sein können. Fangt so viele Fische wie möglich, bevor ich hier meine Trillerpfeife puste. Wie habe ich mich hier reinziehen lassen? Achtung, fertig, angelt! Alter Falter. Gehen aber die Fische richtig ab. Boah, mach das Ding doch noch kleiner. Na. Okay. Mist. Marino hat ein ganzes Seepferdchen da rausgeholt. Gut gemacht. Ihr habt den eingefassten Fischchen wirklich gezeigt, wer der Boss ist. Sieht aus, als hättest du da 5 Fischchen gefangen, Luke. Nicht schlecht, Junge. Und Marino, du siehst zwar nicht so aus, aber du bist ein viel besserer Angler, als man dir zutraut. 6 Fischchen insgesamt. Du hast mich besiegt. Ich dachte, du hast Angeln. Weißt du, wenn ich so darüber nachdenke, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Was Kobi angeht, du hast 8 geangelt. Was bedeutet, der Gewinner ist Kobi? Nach all dem habe ich nicht einmal gewonnen. Bah, anscheinend ist Angeln doch ein Bauernsport. Sei nicht sauer, Marino, du hast dich großartig geschlagen. Jemand anders war nur fantastisch. Ich schätze, so kann man das auch sehen. Was sollen wir also als nächstes tun? Kann ich die Fische behalten? Nein, schade. Das hier ist, läuft geradeaus. Sieh mal, meine Lieblingsteilnehmer, wollt ihr meine Laufherausforderung ausprobieren? Ihr werdet hier nichts Besseres finden. Ja. Meine Damen und Herren, sicher erinnern Sie sich an diesen jungen Teilnehmer nach ihrer spektakulären Show während der Prüfung. Jetzt sind sie wieder da, um an der besten Herausforderung aller Zeiten anzutreten, dem Laufspiel. Sie werden wiederholt auf die A-Taste hauen, um Schwung zu bekommen und ihre Wettbewerber zu bezwingen. Wer sich dieses spektakuläre Spiel ausgedacht hat, fragen Sie. Ich bin froh, Ihnen sagen zu können, dass ich es ganz alleine entworfen habe. Ich habe die Idee, als ich einen Spießrutenlauf in der Arena für meinen täglichen Newsletter analysierte. Sehen Sie, ich ununterbrochenes Geschwafel. Was für eine Art Kommentator setzt sich selbst ins Rampenlicht statt den Teilnehmern. Vor allem, wenn jemand wie ich unter Ihnen ist. Ja, ich schätze, Sie haben da nicht ganz Unrecht, Sir. Ihr wisst, wie könnte man die Erhabenheit meines Spiels besser zeigen, als sie von solch ausgezeichneten Teilnehmern selbst ausprobieren zu lassen. Erwähnte ich bereits, dass ihr auf die A-Taste hauen müsst? Ja, oh mein Gott, Marino ist ja super schnell. Hey, was? Unglaublich. Was für ein Rennen. Meine Damen und Herren, dieses Laufspiel, das ich erfand, ist tatsächlich das beste Spiel, das je erschaffen wurde. Und einen großen runden Applaus für unseren ersten Platz, Marino. Haha, wie vermutet, habe ich gewonnen. Natürlich sollte dieser Ausgang bereits offensichtlich gewesen sein nach diesem Missverständnis mit diesem Amulett. Die Ehre des zweiten Platzes geht an niemand anderen als Kobi. Und lasst uns nicht den Helden vergessen, der alle anderen zu einem Gewinner gemacht hat, Luke. Wie könnt ihr alle nur so verdammt schnell sein? Du solltest besser einen Zahn zulegen, Luke, oder wir lassen dich im Staub zurück. Ja, also echt? Ich werde ab sofort sicherstellen, dass ich die Tafelberge jeden Tag wenigstens einmal rauf und runter renne. Also Kinder, wie fandet ihr das Spiel? Absolut fantastisch, nicht wahr? Ja, Herr Plott, das war toll. Naja, ich wusste, dass du den Geschmack haben würdest, den Charme des Spiels zu sehen, Luke. Genießt den Rest der Festspiele, Kinder. Ich werde hier bleiben und versuchen herauszufinden, wie mich das hier reich machen kann. Eiskulptur? Und die hat keinen Kopf? Die haben alle keinen Kopf. Achso, das ist so ein... Stellt euch hin und macht Bilder. Ich wollte schon sagen, wir haben alle keinen Kopf. Ah. Ich meine, hübsch anzusehen ist es. Ich bin da so ein bisschen auf Beutels Seite, bin ich ja ehrlich. Das ist wieder so ein typisches... Ja, Hauptsache, das ist irgendwann vorbei und ich musste nicht alle anquatschen. Die trinken da immer noch ihren Tee oder Kaffee. Nichts Besseres zu tun. Das Bier wird wieder angehimmelt, das ist schön.
Naniwa? Ah, nein. Ah, nein. Als ich hörte, dass ihr Festspiele ausrichten würdet, habe ich das gesamte Dorf eingeladen, Evergrande City zu besuchen. Ich konnte leider nicht allzu viele davon überzeugen, mich zu begleiten. Merkwürdig. Also wollt ihr die Maschine ausprobieren? Ja. Also das müsste ja Luke gewinnen, aber sowas von. Okay, Leute, hört zu. Die Maschine funktioniert durch Schlagen des roten Beutels und sie sagt euch, wie stark ihr seid. Entgegen allgemein gut glaubend liegt die Technik mehr beim Timing als in der tatsächlichen Stärke. Hey, du mit den schicken Klamotten, warum versuchst du es nicht als Erster? Ich? Fein. Ein wahrer König führt seine Truppen immerhin auch in die Schlacht. Ah, verstehe. Okay, dein Timing war tatsächlich gut. Aber du solltest sie nicht nur anstupsen, versuch etwas mehr Kraft reinzulegen. Vergiss es. Wenn ich es nicht wie ein Edelmann tun kann, tue ich es lieber überhaupt nicht. Ich verstehe. Wie wär's mit dir, Kombi? Bereit, als Nächster loszulegen? Okay, sammle dich und drücke A, wenn das Timing richtig ist. Du willst versuchen, maximale Kraft zu erreichen. Es besteht allerdings ein schmaler Grat zwischen Kühnheit und Leichtsinnigkeit. Werde nicht zu gierig oder du könntest stolpern. Das war ein recht solider Treffer. Gut. Versuch's noch mal, vielleicht kannst du es noch besser. Ah, ich bin da viel zu schnell für. Das war ein recht solider Treffer, gut. Also gut, wer ist der Nächste? Bin ich endlich dran? Toll! Sieh mal, ich weiß, du bist stark, aber hier geht es nicht nur um rohe Gewalt. Du musst die Technik beherrschen. Ich werde mein Bestes versuchen. Nein, unsere Maschine, was hast du getan? Aber wie, das Timing ist doch komplett daneben. Seht ihr es jetzt, meine Schüler? Die Regeln eures Spiels verblassen im Angesicht einer Klinge, die wahrhaftig zustößt. Ausgezeichnete Arbeit, Luke. Das war sowieso ein dummes Spiel. Lasst uns etwas anderes machen. Ah, gut, dass du gekommen bist, Sohn. Ich stecke hier ein wenig in der Zwickmühle und könnte die Hilfe eines angesehenen Sammlers wie dir brauchen. Siehst du, der Vulkan benötigt Backpulver, um auszubrechen, und ich habe keins mehr. Meinst du, du könntest mir ein wenig davon holen? Im Labor des HQs sollte es eine Menge davon geben. Ich bin es langsam leid, all diese Dinge zu besorgen. Ich bleibe hier und überlasse das dir. Ich werde mit Marino rumhängen. Vielleicht kann ich eine Revanche vom Angelspiel bekommen. Solange es nicht um rohe Gewalt geht, kann ich dich in allem besiegen. Und jetzt sehen wir irgendwas, was wir nicht hätten sehen dürfen. Der reisende Händler. Warum? Großartiges Timing. Ich hatte ja keine Ahnung, dass hier gerade ein Rummel läuft. Ich wollte Schmied gerade mit ein paar neueren Waren beliefern. Man kann sich also meine Überraschung vorstellen. Es ist Ewigkeiten her, dass ich solches Zeug hier verkauft habe, aber kein echter Händler würde sich die Gelegenheit entgehen lassen. Auf einem Rummel einen Stand zu öffnen. Warum wirfst du nicht einen Blick da drauf? Oh, wow. Das ist ein Zweihänder, der ein Rezept bietet. Das nehme ich zumindest mit wegen dem Rezept. Den Helm fände ich eigentlich ganz interessant, aber ne? Ist halt überteuert, aber interessant. Müsste eigentlich gucken, was das Rezept ist. Nur um das dann mal später herzustellen. Was haben wir denn da? Irgendwas, was ich noch nicht hatte, natürlich. Oh, oh, oh. Ich sage es dir, ich habe doch nie jemanden gehört. Ich bin kein einfaches Besitztum der Menschen. Ach, still jetzt. Deine Erinnerungen müssen irgendwo da drin versteckt sein. Vielleicht musst du nur ein wenig überzeugt werden. Was, du wagst es uns zu drohen? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Es scheint, als wüsste ich mehr als du, du törichter Anhänger. Und bald. Bald was? Keine Sorge, das wirst du schon sehen. Fürs Erste muss ich mich um andere Angelegenheiten kümmern. So, so, der Retter der Fae.
Kaum zu glauben, dass du es lebend aus dem Tempel geschafft hast. Ein echtes Wunder. Jetzt sag schon, was tust du hier? Solltest du nicht auf den Festspielen sein? Wir könnten dich dasselbe fragen. Wir haben wohl ein plötzliches Interesse an der Wissenschaft entwickelt. Ach je, wenn das mal nicht mein bissigster Sidekick ist. Bist du endlich bereit, dich meiner Sammlung anzuschließen? Noch nicht ganz, genauso wenig wie die beiden Gentlemen, mit denen du gerade dort eine kleine Unterhaltung hattest. Diese Artefakte gehören der wissenschaftlichen Abteilung, du kannst sie dir nicht nehmen, wie du ganz bestimmt weißt. Oh ja, natürlich. Ich habe doch nur eine einfache Routineinspektion gemacht. Heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein. Ich würde ja nicht wollen, dass irgendeine arme Seele sich zu viel vornimmt und etwas tut, was sie später bereuen könnte, nicht wahr? Keine Sorge. Wir haben alles unter Kontrolle. Sie werden niemanden Umstände machen, solange sie genau hier bleiben. Na, da bin ich sicher. Nun, nachdem wir diese Höflichkeiten ausgetauscht haben, sollte ich euch euren Forschungen überlassen. Was mich angeht, werde ich wohl so tun müssen, als würden mich diese trostlosen Festspiele interessieren. Wie konnte sich eine solch ermüdende Tradition hier durchsetzen, frage ich mich. Ein Geheimnis für uns beide. Genießt die Festspiele, Großmeisterin. Na, das war ja hochverdächtig. Schnappen wir uns das Backpulver und verschwinden von hier. Dein Vater will sicher alles über Ivys kleine Routineinspektion hören. Yay, Backpulver. Haha, ein Kinderspiel. Boss, sollten wir wirklich von der Großmeisterin stehlen? Stehlen? Wir kassieren bloß unsere Vergütung. Sie hat uns für den Job auf der Brücke nie bezahlt. Schon vergessen? Ich weiß, aber haben wir diesen Job nicht total, naja, verbockt? Schweigt! Wir wurden überrascht, das ist alles. Wenn ich jemals dieses Balk und seinen Rucksack wiedersehe, schlage ich ihre Schädel ein. Jetzt hört auf, euch zu beschweren und lasst uns von diesem gottverdammten Ort verschwinden. Tut mir leid, das habe ich nicht ganz mitbekommen. Ihr wollt was einschlagen? Diese Stimme. Nie im Leben. Dieser Abend wird besser und besser. Was ist ein Raub ohne ein paar Leichen? Komm schon, Jungs, zeigen wir ihnen, welche billigen geheime Techniken wir seit dem letzten Mal gelernt haben. Ich bin kein großer Fan von Verzögerungen, aber ich genieße es, Idioten aufzumischen. Darauf trinke ich, Täschchen. Zeit für ein Tänzchen. Die schwarzen Frettchen. Naja, er überlebt zumindest einen Schlag. Ja. War nicht sonderlich interessant, was sie da machen, aber... Und dann geht die Chefin zuerst zu Boden. Nie im Leben. Wir haben zu viel Energie dabei verbraucht, Ivys Büro zu plündern. Formieren wir uns fürs erste neu, Jungs. Glaub bloß nicht, dass du uns zum letzten Mal gesehen hast. Beim nächsten Mal zerquetschen wir dich wie ein Käfer. Das muss ich ihnen lassen. Immerhin sind sie ziemlich gut im Weglaufen. Jetzt sollten wir diese dämliche Pulver zurück zu... Oder aber... Da wir Ivy dabei erwischt haben, wie sie in unseren Angelegenheiten rumschnüffelte, ist es vielleicht nur fair, den Gefallen zu erwidern. Ihr Verhalten, was die Artefakte angeht, war ziemlich verdächtig, wenn du mich fragst. Lass uns herausfinden, wie viel sie weiß. Okay. Oh Mann, sie haben das Büro komplett auseinandergenommen. Sehen wir uns um, vielleicht finden wir etwas Verdächtiges zwischen den Trümmern. Kann ich das Schwert haben zufällig? Nein. Menno. Ein Buch gefüllt mit Horrorgeschichten, eine für jeden Tag des Jahres. Gruselig. Dreimal verfluchte Schädel, ein Schwarzhalskristall, Krone des Lichtkönigs, zwei Albtraumzepter, ein Helm des größten Träumers, ein Schwert der Lügen. Das reicht noch nicht. Ein Buch geschrieben von Connie Spursy mit dem Titel Verlorenes Wissen, Unfall oder Brandstiftung. Es geht anscheinend um eine lange Serie unerklärlicher Brände, die zur Zerstörung vieler historischer Dokumente geführt haben. Insbesondere fast alles, das sich auf die Zeit vor dem Kataklysmus bezieht. Da sich die Brände über hunderte von Jahren abgespielt haben, nimmt die Autorin an, dass ein antiker Geheimkult dahinter steckt.
Das Tollste an Spinnern sind die amüsanten Verschwörungstheorien, die sie sich ausdenken. Geheimkult? Ha. Dieser Schädel sieht echt schwer aus. Wir haben ihn die schwarzen Frettchen bis hierher geschleppt. Hallo, ja. Großmeisterin Ivy, ich flehe euch an, meinen Ehemann zu vergeben. Ich bin sicher, er wollte euer Lieblingskochbuch nie verlieren. Bitte lasst uns nach Hause zurückkehren, es ist so kalt hier und die Kinder verhungern. Anita, oh du lieber Himmel. Eine mit Kleidern gefüllte Kiste. Sie sind so weich und dünn, dass du sie kaum fühlen kannst. Es scheint, als wäre das aus ihrem privaten Schrank gezerrt worden. Könnte wichtig sein. Werte Großmeisterin, ich habe die Schriftrollen, die ihr mir gesendet habt, studiert und es handelt sich tatsächlich um authentische Dokumente aus der Zeit des Kataklysmus. Was für ein beeindruckender Fund. Es handelt sich bei Ihnen um eine Anordnung, ein mächtiges Relikt wegzusperren. Aufgrund des alten Schriftstils bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, Sie wollten es vor jemand sehr Gefährlichem verstecken. Aus dem Kontext kann geschlossen werden, dass dieses Artefakt nicht das einzige seiner Art ist, die anderen wurden aber nur flüchtig erwähnt. Ich weiß nicht genau, was sie sind oder wo sie sich befinden. Ich weiß allerdings, wo dieses Spezielle hier gefunden werden kann. Lass uns am Freitag bei Belmonts treffen und ich unterrichte dich über alles, was ich gefunden habe. Du wirst natürlich bezahlen müssen. Ich kann mir seine wahnsinnigen Preise nicht leisten. Liebste Grüße, dein liebevoller Untertan Professor Mandrake. Nicht gut, wir wissen nicht mit Sicherheit, ob es sich um dieselben Artefakte handelt, aber Ivy glaubt, dass dem so ist. Den Rest der Relikte zusammen wird sinnlos, wenn Ivy auch nur eines davon in ihre Hände bekommt. Der Brief ist erst auf letzte Woche datiert. Vielleicht können wir ihr zuvorkommen, wenn wir schnell handeln. Gehen wir zurück zu den Festspielen und reden mit deinem Vater. Ich hätte ja gerne das Schwert mitgenommen. Ah, sie haben das Hasending mal fertig, guck mal. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich den Tag mal erlebe, aber... Ah, da ist es ja, ihr seid wahrhafte Retter in der Not. Ihr wart furchtbar lange weg. Ich hatte schon die Befürchtung, dass ihr es nicht finden würdet. Aber wir haben mehr als das gefunden. Kurz gesagt, ich glaube, Ivy sucht auch nach unseren gemeinsamen Freunden. Tatsächlich weiß sie vielleicht schon die Position von einem. Was? Wo hast du... Vergiss es, ich muss nicht wissen, wo ihr das wisst. Darüber werden wir gleich morgen im Labor reden. Ich brauche Zeit zum Denken und das ist ein schlechter Ort zum Reden. Sprecht erneut mit mir, wenn ihr bereit seid, nach Hause zurückzukehren. Du hast deinem Vater geholfen? Toll. Hast dir wirklich Zeit dort drin gelassen. Es ist ziemlich spät geworden. Nun, wir sollten zumindest ein Foto machen, bevor wir alle nach Hause gehen. Ich will der Yeti sein. Nicht? Ja. Achso, muss ich mit ihr dafür reden? Ja. Ah. Fantastisch. Hat sogar einen Screenshot davon aufgenommen. Guck an. Du bleib einfach als Huhn da. Ja, das passt, das passt. Holt euch heute Nacht eine ordentliche Mütze Schlaf. Meldet euch als allererstes morgen früh bei mir im Labor. Habe ich auf der Straße geschlafen? War gut, dass ich das Schwert gekauft habe, weil er ja auf einmal wieder weg ist. Naja, doch, doch. Oh, war ich jemals hier drin? Oh. Transmutieren, was? Oh, okay. Oh, wow. Oh, okay, kostet eine Menge Kohle, aber... Ben Wrights neuestes Buch ist der absolute Wahnsinn. Sag Meister Marakus bitte nicht, dass ich jetzt gerade lese. Er denkt, ich übe meinen Rhythmus am Schlagzeug. Interessant. Mein Vater nimmt mich auf eine langwierige Geschäftsreise auf die Händlerinsel mit. Das ist natürlich großartig, aber... Mann, diese Festspiele waren der Wahnsinn. Ich hatte so viel Spaß mit euch. Ich kann es kaum erwarten, dass wir wieder miteinander abhängen. Quinton sagt, er hätte eine S-Rang-Mission, die schon auf mich wartet. Also habe ich bald eine verrückte Geschichte zu erzählen. Einfach S-Rang-Mission und ich sammle nur irgendwelche dämlichen Artefakte. So, so. Ivy ist uns auf der Spur. Hm? Vielleicht. Es ist nicht sicher, dass sie dasselbe sucht. Aber ich gehe ungern Risiken ein.
Wenn sie eins findet und verhindert, dass wir das Set komplettieren können, werden wir Charlotte nie zurückholen können. Ich habe die ganze Nacht Nachforschung betrieben, konnte die genaue Position des nächsten Artefakts aber nicht bestimmen. Ich konnte herausfinden, dass es in einer alten, vergessenen Stadt versiegelt liegt, welche nach meinem Wissen Tiemengen genannt wird. Tiemengen? Tiemengen? Leider gibt es keine Aufzeichnung, wo sie liegt. So vieles von der Prä-Kataklysmus-Geschichte ist verloren gegangen. Nicht Tiemengen, die Stadt heißt Taiming. Es ist, ne, Taiming. Es ist lange her, seit ich diesen Namen gehört habe. Weißt darüber Bescheid? Das sind großartige Neuigkeiten. Ha, warum bist du so überrascht? Bevor ich dein Kind babysitten sollte, habe ich hier die halbe Forschung übernommen. Als antikes Artefakt bist du wirklich gut darin, antike Geheimnisse zu lüften, das ist mal sicher. Also wo liegt dieses Taiming? Im Osten, tief im Blütenberg. Kaum zu glauben, dass sie einen der Gegenstände dort versteckt haben. Angeblich soll der Ort mittlerweile völlig verlassen sein. Falls dort ein Artefakt liegt, sollte es ein Kinderspiel sein, es zu erlangen. Dann ist es beschlossen. Begebt euch zum Blütenberg und findet die antike Stadt. Okay. Klingt auf jeden Fall machbar. Zuerst verdächtigte Meisterin Ivy dich, aber seitdem haben wir Beweise gefunden, die auf eine gewisse Bande von Raufbolden deuten. Ja, ja. Ich bin so unschuldig wie ein neugeborenes kleines Babyplinfer oder so. Wenn du es bereust, etwas verkauft zu haben, komm zu mir, Kleiner. Ich weiß, wie man wieder an bestimmte Dinge gelangt für einen gewissen Preis. Ah, okay. Na, sieh mal, die Bibliothek hat wieder geöffnet. Bücher, Bücher, Bücher und Bücher und Worte. Toll, toll, toll. Ich hatte noch keine Zeit, eine bessere Ansprache vorzubereiten. Sie haben mich erst vor einer Stunde angeheuert. Ach. Oh. Kostenlose Bücher, aber es ist nur irgendein verstaubter alter Foliant übrig. Es handelt sich dabei um einen ziemlich trockenen und komplizierten Text über das Verhalten von Monstern zu handeln. Du kannst kaum die erste Seite verstehen. Willst du das Buch trotzdem mitnehmen? Klar. Das ist mein verstaubtes altes Buch. Ja. Habe ich ein verstaubtes altes Buch jetzt dabei? Warum nicht, ne? Stimmt, wir haben hier irgendwie nie weiter oder nie versucht, nach Osten mal zu gehen. Und ganz ehrlich, mittlerweile hatte ich auch vergessen, dass es hier nach Osten geht. Mein nächster Gedanke wäre gewesen, dass wir vielleicht nach unten in die Wüste müssten, aber ne. Tatsächlich nicht. Ah, hier gibt's lila. Oh, ja doch, jetzt erinnere ich mich. Hier gab's den Orb und dann sind wir nie weitergekommen, ne? Ja. Macht Sinn. Mount Bloom. Wir wissen, irgendwo bei einem Lila-Pilz in der Nähe von so einem Giftgas-Ding müsste theoretisch ein Schatz liegen. Ich wollte schon sagen, ich krieg doch bestimmt Kristallscherben von den Dingern. Als andere hätte ich sehr merkwürdig gefunden. Das sieht allerdings auch aus wie... Also es sind definitiv diese Statuen hier. Das ist schon mal gut zu wissen. Es scheint momentan nicht in Betrieb zu sein. Bad. Besserer Schild? Nehmen wir. Pilzschild. Ein Pilzhut, der die perfekte Größe für ein Schild hat. Schläge prallen einfach an ihm ab, aber... Bin mir noch nicht sicher, was das Aber ist. Aber erstmal behalte ich den. Das sieht doch ganz witzig aus. Ja.
Oh, wow. Man da rein? Nein. Also ich zumindest nicht. Was bist du? Das ist ein Elite-Pilz, das sehe ich ein. Sind immer so klein und unauffällig, diese dämlichen Blumen, ne? Die sind halt einfach... Oh. Oh. Das ist, abgefahren, wie die da gerade losgeflitzt sind. Ich sollte aufhören, die wieder alles kaputt zu machen, aber es ist halt wieder... Es ist halt gerade so ein Farming-Spot wieder. Ich kann da halt echt schlecht widerstehen, ich bin ja ehrlich. Ah, noch so ein Elite-Pilz, hey. Hey, Tatsache ist ja auch, rein theoretisch müsste ich ja von denen auch eine Karte bekommen können und vielleicht noch anderes Zeugs, wo ich mal gucken müsste, ob das für irgendwas gut ist. Level Up geht auch immer klar. Ah nein, jetzt ist das Ding hier wieder durch die Gegend. Kann nirgendwo mehr auftreten, weil hier überall Pilze gestorben sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott, und ich kriege nicht eine Karte. Aber viel Tod und Zerstörung. Muss damit gleich echt aufhören, aber holy shit. Kann nichts mehr sehen, weiß nicht, wo irgendwas ist, werde vergiftet, aber macht Spaß. Ist das abgefahren an dem Spiel? Kann ich mal mehr den Loot-Trank trinken? Oh mein Gott. Ich hatte ja auch die kleine Hoffnung, dass diese Dinger hier unter anderem auch lila Blütenblätter abgeben würden, weil die sehen halt so aus, als müssten sie das unter anderem auch können, aber... Scheint ja nicht so der Fall zu sein. Okay, ich sollte mal ein bisschen weiterspielen, aber holy crap. Hi. Wollt ihr in die Höhle nur 7258 Gold, bitte? Nein, danke. Oh, man. Ich würde aber schon irgendwie gerne in die Höhle, jetzt wo ich die Möglichkeit erfahren habe, dass ich in die Höhle könnte. Okay, gut. Teleportplatte aktiviert ist immer gut. Einfach ein bisschen irre. Aber wir können eine Kopfmontur bauen. Wow. Wahnsinn. Dann brauchen wir mehr Moos. Okay. Wir bräuchten mal wieder eine Fellweste. Und haufenweise Spinnenzeugs. Ah. So viel zu tun, ey. Echt der Wahnsinn. Schleimgelee, wa? Die
Könnte ich also einen ersten Schleim rufen? Aber erst, wenn ich alle Schleimarten habe. Okay. Den Schleimgott. Oh Mann. Ich sollte vielleicht auch mit angeln und nicht einfach mit einer Hand A drücken und dann denken, das läuft vollautomatisch. Aber egal. So. Ein Feldfisch. Bin mir nicht sicher, was genau der Schild macht. Hi. Verdammt nochmal, so nah und doch so fern. Hey, du bist ein Sammler. Vielleicht stellst du dich ja als erfinderischer als diese Bergarbeiter heraus. Kannst du diesen Kristall hier sehen? Natürlich kannst du das, er ist riesig. Dieses Ding gehörte nicht in diese unheimliche Höhle. Er gehört in meine persönliche Sammlung. Oder vielleicht in einem Pfandleihhaus, wenn ich ein gutes Angebot dafür kriegen kann. Na, das ist doch meine Denkweise, die ich nachvollziehen kann. Wie auch immer, er ist so schwer, dass ich ihn überhaupt nicht bewegen kann. Also muss ich ihn in kleinere Stücke zerbrechen. Aber nicht einmal die Eisenspitzhacken der Bergarbeiter sind stark genug, ihn zu zerbrechen. Was ich brauche, ist ein echter Experte der Steinbearbeitung. Jemand, der für den Akt des Zerbrechens eine Kunst ist. Moment, du willst den Kristall zerbrechen? Wird das nicht? Ja, genau das habe ich gesagt. Du musst es nicht wiederholen. Besorg mir nur einen Experten, der steinhartes Zeug zerbrechen kann. Wenn ihr mir jemanden besorgt, der diesen Kristall in kleine Stücke zerbrechen kann, gebe ich euch etwas extrem Wertvolles. Einen Sachkundigen im Schleifen von steinharten Sachen, hm? Haben wir so eine Person schon irgendwo gesehen? Ah. Ich hätte jetzt gesagt, spontan, man könnte ja Luke fragen, ne? Weil der macht ja gerne Sachen kaputt. Aber mir tatsächlich sofort vergiftet. Das wollte ich nur gecheckt haben. Und siehe da, ja, man wird sofort komplett direkt vergiftet. Das ist echt krass. Tut mir leid, Kind, du kannst diese Tunnel nicht betreten. Sie sind mit irgendeiner Art Giftgas gefüllt. Wir versiegeln sie, aber brauchen vorher noch das offizielle grüne Licht von den hohen Tieren auf den Händlerinseln. Bis dahin wechseln wir uns mit der Wache stehen ab, damit niemand hier reinwatscht und abkratzt. Rote Zivilisten sind ziemlich schlecht für das Firmenimage, weißt du? Okay, da wäre die Höhle mit Giftgas und dann hat er irgendwo bei einem Niederpilz das Ding da vergraben. Oh. Der Narr blickt erstaunt auf die Vergangenheit, der Feigling mit Schrecken, die Weisen und Schlauen schärfen ihre Klingen an ihr. Ja, sehe ich auch so. Hier krabbeln dann schon wieder Viecher rum. Was ja nicht ungewöhnlich ist. Nein. In dem Pitz. Ich hätte jetzt ganz gerne den Pilz theoretisch noch gefunden, aber erstmal so eine riesen Goblin-Kolonie noch. Wir haben definitiv wieder schön was zu suchen und zu machen hier. Was denn hier? Ah, das ist bestimmt alle Karten haben. Das sieht so kartenmäßig aus. Sind wir gar nicht mal schlecht bei dann. Könnte besser sein, aber gar nicht mal schlecht dabei. Anyway. Ich lasse es mal dabei. Werd versuchen, haufenweise Zeugs hier zu sammeln. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit unter anderem wahrscheinlich anderer Ausrüstung. Vielleicht schaffe ich es in der Zeit sogar noch ein paar Fische zu fangen. Mal sehen. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Patreons bedanken. Da hätten wir Snowvillier, Pan88 und zu guter Letzt Nikita. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Video. Und auch beim nächsten Mal werden wir in Grindea nach Herzenslust grinden.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht, es zu kommentieren, zu liken und ganz wichtig, abonniert den Kanal, denn es gibt noch hunderte weitere Projekte auf meinem Kanal zu finden. Tobt euch also aus, bis zum nächsten Mal.